Okay. Hallo zur endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Wir haben letztes Mal Nirvana gehabt. Die Sache mit Gier, Hass und Verblendung. Alleine das. Ist schon quasi fortgeschritten, das bei sich selber zu erkennen. Wir haben gestern in dem Hexasgebräu ein grobes Annähern an die Art der Vermittlung oder euren eigenen Weg, auch Beschreibung des Weges, wie man so an die Meditation im stillen Sitzen rankommt und wie das ungefähr so weitergehen könnte. Ja. Also die Gier, Hass und Verblendung erstmal bei sich selber festzustellen, dass Mensch das hat. Das ist schon mal wichtig. Also das nicht abzulehnen, zu sagen, das ist zu extrem, das habe ich gar nicht, sondern wie beim letzten Mal gesagt, zu reflektieren und zu merken, okay, das sind wirklich Antriebe. Ja? Triebe. Hin, weg und erstarren. Alltäglich. Ist auch nichts Schlimmes. Das, was die Sache eben so merkwürdig macht, ist, wenn das der einzige Auslöser ist für all euer Tun, dann seid ihr quasi auf diesem ursprünglichen, wenn das das Gehirn ist, hier unten hängen geblieben und habt die höheren Gehirnareale, präfrontaler Kortex zum Beispiel, der steuert das eigentlich gar nicht wirklich erschlossen. Das heißt, es auch selber bei sich dann festzustellen, dass es eben viele Überlegungen, bei denen man denkt, das habe ich entschieden, eigentlich so ein ursprünglicher, ganz kurzer Gefühlsimpuls war und dann kommt erst eine Geschichte. Das ist von daher wichtig, um rauszufinden, was ist denn so eure Grundtendenz? Ja. Hatten wir letztes Mal auch. Seid ihr eher auf dieser ablehnenden Wettbewerbsgeschichte oder seid ihr auf der Suche nach Schönheit und Unterhaltung in erster Linie oder seid ihr eher solche Leute, die eben nach Abschalten und stumpf auch ja, unterwegs seid? Ist nichts Schlimmes. Ja? Also vor sich selber dann zu sagen, okay, das überwiegt bei mir. Die anderen habe ich auch, aber das ist mein Hauptsteckenpferd, oder wie soll man das nennen, ja? Das ist Nummer eins. Das prägt dann eigentlich auch die Vermittlung vom Lehrer euch gegenüber. Das ist einer der Hauptgründe, warum es wichtig ist, dass ihr jemanden habt, den ihr in regelmäßigen Abständen immer wieder trefft. Ja, und darüber redet, den müsst ihr natürlich auch füttern oder die. Ja, das ist klar, wenn ihr die Zeit von jemandem, der mehr Erfahrung hat und so, dann müsst ihr ihn auch bezahlen. Es ja, ist halt so. Ja, es sei denn, er hat so viel Zeit und macht da, also ich mache das ein bisschen so, aber nicht so, wie es eigentlich wirklich sein muss. Ja, also wenn jemand das wirklich lernen will, dann hat er einen festen Lehrer, dann überprüft er den Lehrer oder die Lehrerin und sagt dann, okay, die mit der oder diesem möchte ich jetzt wirklich weiter lernen. Das bedeutet dann auch eben halt so Sessions und auch na, Rückmeldungen zu halten und eben unter vier Augen über den eigenen Fortschritt zu reden und so weiter. Aus diesem Grund, dieser drei Grundrichtung und jeder Mensch ist verschieden. Und der Fortschritt selber, ne, also diese Gewichtung alleine, ist jeder Mensch verschieden.
Und dann gibt es eben den Fortschritt. Inwiefern möchte ich noch in Vorstellungen schwelgen? Inspiration suchen? Inwiefern möchte ich wirklich in irgendwelche Vorstellungsbilder eintauchen? Das ist so ungefähr, also ist auch nicht abwertend, das ist so halt erste Stufe bis Anfang Mittelstufe. Und das ist nicht schlimm. Ne? Wenn ihr das braucht, dann braucht ihr das. Weil das ist quasi im übertragenen Sinne das Kultivieren des Affengeistes. Ne? Man kann den nicht einfach stumm machen. Das ist Unsinn. Da muss ich quasi langsam aus dieser Chefposition zurückziehen und trotzdem anwesend sein. Das ist ein Freund. Ein Freund, der quasi euch andauernd in einem kleinen Kerl, auf einer kleinen Karre immer hin und her gezogen hat. Ne? Und wo ihr sagt, komm, ich möchte die Karre jetzt wieder selber fahren. Ne? Das ist aber euer Kumpel. Ne? Er zieht euch immer hin und her und so hat er voll Spaß dran, ne? Der Affengeist. Er zieht euch immer links und rechts hin und her, ihr sitzt hin auf so einem Kerlchen und dann sagt er, wow, der hat mich ab und zu mit der Karre hingeworfen und so, ist nicht so toll. Aber er hat da so Spaß dran, er ist jetzt dran gewöhnt, jetzt muss ich ihm das langsam abgewöhnen. Ich möchte die Karre wieder selber fahren. Deswegen möchte ich trotzdem mit dem Kumpel zusammen sein, muss nicht weggehen. Der macht tolle Geschichten. Das ist quasi der im übertragenen Sinne. Also das ist euer eigener Fortschritt und das ist, muss nicht schnell gehen, dass der kleine Kumpel da, der die Karre zieht, sofort die Leine loslässt. Ne? Macht er. Ne? Bei manchen Schlüsselverständnissen kann es sein, dass der relativ schnell in den Hintergrund, also nicht in den Hintergrund tritt, sondern eben nicht mehr der Herrscher eurer Entscheidung ist. Das ist der Fortschritt. Drei Gewichtungen, selber ehrlich mit sich sein, was ist so mein Schwerpunkt, und auch ehrlich zu sein, ja, ich brauche einfach geführte Meditation und ich möchte auch irgendwas über Götterwelten und so weiter. Ist okay, ja, macht er das. Nur es geht eben auch da immer weiter in Einfachheit. Aber nicht drauf reinfallen. Also nicht, weil jemand einfache Sachverhalte darlegt, wäre der dann Meister. Nur weil einer einfaches, dummes Zeug von sich gibt, ist er noch kein schlauer Mensch. Der muss eben, oder die muss komplexe Sachverhalte zu den wesentlichen Aspekten reduzieren und hier in dem Zusammenhang, jetzt bezogen auf euren Weg, auf das, was ihr jetzt braucht. Ne, deswegen ist die direkte Kommunikation so wichtig. Also, einmal dieser Fortschritt, bin schon alleine wieder. Dann haben wir eine eigene Erfahrung. Und zwar in diesem stillen Sitzen kommt man eben, wenn man langsam ab und zu nicht mehr diese Vorstellungsbilder haben möchte und so weiter, sondern zu den Erfahrungen, die wirklich da sind, also die werden quasi mit der Zeit so freigeschält von allen Vorstellungsbildern und dann kommt man dazu, was überhaupt wirklich in einem los ist, dieses innere Wetter. Und da gibt es dann ab und zu Schlüsselerlebnisse, die auf dem Weg eben nett sind. Ein ziemlich einschneidendes ist die erste Vertiefung, nennt sich in verschiedenen Traditionen anders, ne? Brahma schauen oder eben das erste Jhana und so weiter. Ja, das gibt es in allen mystischen Traditionen. Und das ist geprägt davon, dass man erstens in dieses Licht eintaucht. Es gibt, kann man nur, wenn man länger sitzt, und das macht bitte dann mit jemandem anders, insbesondere wenn ihr eben noch in solchen Vorstellungsdingern, ne, verhaftet seid oder euch das
Spaß macht, weil diese Vorstellungen können euch bei längerem Sitzen in unschöne Bereiche führen. Es wäre gut, wenn ihr da eine Rückmeldung habt. Man kann das auch benutzen, ne? Aber eben bitte in kontrollierter Umgebung. Und dieses erste Jhana ist eben geprägt auch von einem enormen Glücksgefühl. Und dieses Glücksgefühl bleibt über, und das kann man dann in kleinerer Variante auch im täglichen Leben immer wieder als Leitmotiv nehmen und es bei sich körperlich feststellen. Und das ist zum Beispiel dieses innere Lächeln. Man kann das eben vorher auch anfahren, bevor man dieses Erlebnis hatte. Aber wenn man einmal dieses erste Vertiefungserlebnis hatte, dann kann man das immer wieder bei sich spüren, ohne eben jetzt unbedingt stundenlang zu sitzen. Und dieses innere Lächeln ist eben etwas, das heißt, in manchen Traditionen heißt das Sukha. Das ist das, was man als Laien-Buddhist oder jemand, der zweimal am Tag maximal oder maximal dreimal am Tag für 45 Minuten sitzen kann, ist das ungefähr, was man so erwarten kann, auch nach langen Jahren. Aber diese Klärung und Lösung von diesem Gier, Hass und Verblendung, das schält sich immer mehr ab, das wird immer weniger. Besonders wenn man dafür Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit schult. Und das letzte Buzzword ist dann eben Selbstregulation. Ist klar, ne? Wenn ich von dem Stammhirn nicht mehr so im Griff bin, sondern eher meinen präfrontalen Kortex zur Steuerung von ihm hier benutze, Affenhirn, ne? Der hier ist mehr so, na, Weisheit, so leicht lässt sich das jetzt nicht aufs Affenhirn zurückbringen. Weisheit ist noch umfassender. Dann kommt man eben immer mehr zur Selbstregulation. Deswegen habe ich beim letzten Nirvana unten drunter geschrieben, nicht nur Nirvana ist ein Fischgericht, ne, das stimmt auch. Ja, das stimmt. Ja. Nirvana, Fisch-Nirvana heißt das, glaube ich. Keine Ahnung, ob das gut schmeckt. Es ist schon ewig kein Fisch mehr. Und das hat Ajahn Chah auch mal gesagt, ne? Nirvana ist Fischsoße. Also wenn es aufs Verlöschen von Gier, Hass und Verblendung, aufs Mehren von Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit geht, dann ist klar, dass die Selbstregulation der Weg ist. Und das innere Lächeln auch. Genug für heute. Wir haben noch gar nicht rumgesessen. Machen wir trotzdem. Wir sitzen über all diesen Gequatsche mal zusammen 5 Minuten rum. Fast vergessen. Einrichten. Das hat auch einen Sinn. Also selbst wenn ihr länger sitzt, normalerweise mal hinter all dem erzählen, mal eine kurze Pause zu machen. Na, zu schauen, was der Geist so macht, ob der zur Ruhe kommt. Sagt der Körper. Ich drücke jetzt meine Zehen und den Druckpunkt an meinem rechten Fuß. Ich verstärke körperliche Gefühle für diese kurze Weile.
Haltet gefühlsmäßig Ausschau danach, ob sich der Körper wohlfühlt, sowohl es geht in diesem Moment, und ob der Geist sich auch dem anschließt, und wenn ihr dann auf den ganzen Körper achtet, mit einem zufriedenen Geist, dann kann es sein, dass ihr so Herzregion oder ganzkörperartig euch wohlfühlt und so ein ganz subtiles, zufriedenes, aber liebevolles Lächeln entsteht. Das ist ganz subtil. Die Stimme des Herzens ist leise. Und dann habt ihr schon einen Mini-Zipfel von diesem inneren Lächeln, was sich über die Zeit immer mehr kultivieren lässt, auch im Alltag. Noch eine Minute in Stille. Und dann noch drei Atemzüge mit dieser unbeantworteten Frage: Wie fühle ich mich jetzt? Wie lief das? Und dann schließen wir. Okay, dann war es das aber für heute. Habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. In welcher Form auch immer, wann und wie ihr das mögt. Mal gucken. Yes. Inneres Lächeln ist wirklich der Weg. Mm-hmm.